der Release von Hogwarts Legacy steht an. Das Spiel ist vorbestellt. Und wir schauen uns heute mal auf Wizarding World mal an. Wir werden heute mal sortiert. Und also ich werde heute mal sortiert. Ihr könnt es auch mal auch machen, wenn ihr wollt. Mal schauen, ob es wieder Hufflepuff wird. Man darf sich ja noch kurz bekanntlich auch das Haus irgendwie selbst aussuchen, wenn man beim Sorting hat, wenn man dort unter dem sprechenden Hut, dann dort sagt nichts Slytherin. Nichts Slytherin. Dann brüllt der Hogwarts Hut ganz laut. Nichts Slytherin. Nicht Slytherin, hä? Huh? Und dann kommt es in ein anderes Haus. Da können wir noch den Zauberstab machen und uns einen Patronus-Tier erstellen. Das Patronus-Tier wird glaube ich nicht in Hogwarts Legacy möglich sein. Also, aber der Zauberstab, den kann man sich dort übertragen lassen. Irgendwie auch von, habe ich gehört. Weiß nicht, wie viel Wahres daran ist. So, die erste Frage ist relativ leicht. Hier gibt es einige viele Fragen. Okay. Mond oder Sterne? Dann sag ich mal, Sterne. Ich bin eher ein Fan von Sternen. So, hier haben wir ein Troll. Ich versuch's über zu besetzen. Ein Troll hat randaliert im Office, also in Heidmann's Study, also jetzt habe ich das eine englische Wort mit dem anderen englischen Wort übersetzt, im Büro des Schulleiters. Also ein Troll hat im Büro des Schulleiters randaliert und der ist dabei, verschiedene wertvolle Items und Schätze zu zerstören. In welcher Reihenfolge würdest du versuchen, die Objekte, die Items von dem Troll zu retten? Wenn du könntest. Okay, Nearly Perfect Cure for Dragon Pox. Also nahezu hundertprozentiger Heilstoff gegen Drachenpocken. Auf eine 2, maybe. Ich hoffe, wir können das noch ändern. Student Reports Going Back 1000 Years. Also die Aufzeichnung von Schülern, wenn ich das richtig verstehe. Also die Student Records, eher so die Schulakten sozusagen, kann man glaube ich das am besten übersetzen. Schulakten über die Schüler historisch zurück auf 1000 Jahre. Das ist schon. Ja, ich glaube, den Trank kann man neu bauen, damit ich das erstmal hier platzieren. Ein mysteriöses, handgeschriebenes Buch voll mit seltsamen Runen. Machen wir es so. Ja, machen wir. Können wir nur noch umordnen, aber so sieht's aus. Wenn du nach Hogwarts kommst, welches Haustier würdest du dir auswählen, um mit dir zu nehmen? Katze, Frosch, Kröte oder Eule? Ich bin auf jeden Fall euer Typ Eule. Katze auch gut, aber keine Ahnung, wer Kröte nimmt. Katze ist auch. Die Eule ist halt wahnsinnig nützlich. Um die Briefe zu bringen, einfach nur. Und das ist auch ein tolles Haustier. Das ist, denkt an Hedwig als Harry Potter. Auf jeden Fall. Okay, welche Art von euren. Die Bahneule, die Scheuneule, die Tony-Eule, das Schneeäule,
Screech und Drown. Die braune Öl hat was. Finde ich nicht schlecht. Sieht auch majestätisch aus. Das hier ist eher ein Buh. Das ist eine Eule. Fast schon ein Buh. Das ist so eine Schneeeule. Ja. Ich wäre fast bei der hier. Das hat was. Das ist ja fast ein Greif. Ist auch nicht schlecht. Obwohl ich den putzig finde. Nehmt den Tony Ohren. Finde ich nicht zu trottelig. Nehme ich. Es ist spät nachts. Du wanderst allein die Straßen. Du hörst ein leichtes Weinen, von dem du denkst, was eine magische Quelle kommt. Und was tust du? Zieh deinen Zauberstab und stehe bereit zum Angreifen. Zauberstab ziehen und bereit zum Angriff machen. Zieh dich in die Schatten zurück und warte die Entwicklungen ab, während du dich mental darauf vorbereitest, den möglichst defensiven oder den möglichst nicht Kampf, den kampffreien und auch offensive Angriffe, Zaubersprüche zu wählen. Also dich im Schatten verstecken und darauf warten, was passiert, und dann dich auf den Angriff vorbereiten. Zieh deinen Zauberstab und versuch zu erkunden, woher dieses Geräusch kam. Geh mit Vorsicht vor. Halt deine Hand vorsichtig am Zauberstab. Und ein Auge. Also ganz vorsichtig langlaufen und mal gucken. Mit noch nicht gezogenem Zauberstab, aber so ganz, ganz vorsichtig mal. Ganz vorsichtig weitergehen, denke ich mal. Es hat hier, glaube ich, schon die vier Häuser inbegriffen. Dojo Wand und Stand for the Bond, also Zauberstab ziehen und breit stehen, das ist ziemlich Gryffindor. Das ist ziemlich Slytherin, sich im Schatten verstecken und abwarten und auf Hinterhalt warten. Discover, also herausfinden wollen, wo die Wahrheit liegt. Das ist hauptsächlich Ravenclaw, würde ich sagen. Und hier ist mit Eye-Out für ein Distribution, also so schon mit Aufmerksamkeit, aber friedlich, also so ein bisschen, ja, den Zauberstab nicht gezogen, also um in Notfall noch zu sagen, okay, ja, ich will nichts, ich bin hier nur Passant. Ich glaube, das ist auch mein, ich vermute zwar deine Tafelbuff, aber das ist ja das, wo ich hinaus will. Ist ja auch, aber es ist auch mein Typ, ist auch meine. Genau, das. Ich bin nicht der da eingreift, der irgendwie. Der Kunden erst recht nicht, der da hingucken will. Müssen schreien, was eine Falle sein könnte, ihr Kunden. Verstecken das auch nicht. Nee, das erst recht nicht. Ich nehme das. Okay.
Welches dieser Dinge würdest du am liebsten studieren? Mehr Leute, also mehr Frauen und Wassermänner, mehr Jungfrauen und Wassermänner, Zentauren, Werwölfe, Vampire, Goblins, also Elfen, Hauselfen und ja, Elfen allgemein, Trolle, Geister. Geister, Trolle, Goblins, Werwölfe. Ich glaube, ich würde Geister, weiß ich nicht. Das ist Trolle auf keinen Fall. Das ist mir zu kritisch. Goblins war könnte. Würde interessant sein, sich mit denen zu beschäftigen. Vampire, also ich gehe mir weg damit, Werwölfe auch. Also Zentauren, ich bin bei Zentauren. Die zu studieren. Wisst ihr, was da. Die kamen in den Filmen viel zu wenig vor. Da gibt es ja in den Büchern ausführlich viel zu Firenze, hieß er, glaube ich. Der mit Harry Potter, der den Harry Potter schon im ersten Teil kennenlernt, die Zentauren, die so ein bisschen dann, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark so ein Rätsel sprechen und so ihre eigene Welt haben. Ich glaube, das ist, finde ich spannend. Nehme ich. Wie willst du in der Geschichte, also wie soll dein Abdruck in der Geschichte sein? Also wie willst du diese. Womit soll dein Name in der Geschichte verbunden sein? Der Große? Der Weise? Ja, was? Der Große, der Weise? Bold? Was heißt Bold? Also. Der Stolze, wahrscheinlich, also Stolz wahrscheinlich am ehesten. Gut. Der Gute, der Stolze, der Weise, der Große. Weise hat auch so ein Business, aber ich bin nicht weiser. Auf keinen Fall. Der Große, na. Ein Zweck, der Große. Ich nehme der Gute, das hat der Gute. Ich werde gut sein. Die Gute. Goblins, vier Kelche sind vor dir aufgereiht. Welchen trinkst du davon? Welche Flüssigkeit aus welchem Trunk trinkst du? Smooth Tick, der wüstliche Dicke. Ich würde das als süß, der weichliche, süße, dicke, stark pinke Trank, der sehr lecker riecht nach Schokolade und Pflaumen. Schokolade, also der dicke, süße Trunk, der nach Schokolade und Pflaumen riecht. Der mysteriöse schwarze Trank. Das leuchtet wie Tinte. Und gibt dir, wenn du es einatmest, seltsame Visionen zu sehen. Okay. Das schäumende. Das ist schäumende. Quabernde. Silberige Flüssigkeit.
Das glitzert und aus Diamanten auf dem Grund diamantig aussieht. Und der goldene, das ist die goldene Flüssigkeit, die so strahlt, dass die Augen so breit strahlt, dass das so leuchtet. So dann leuchtet, dass es dir in den Augen weh tut. Und alle Leute, die das sehen müssen, fangen an zu tanzen, weil sie sich so glücklich fühlen davon. Das auf keinen Fall, das sieht gefährlich aus. Diamant, das ist nein. Wenn du das der glückliche Trank, der erinnert mich so ein bisschen an Felix Felicis, den Trank, so den Glücklichkeitstrank, den Glückstrank. Und das ist einfach ein schönes Dessert. Das könnte. Vielleicht ist es auch ein Zaubertrank, der irgendwas bewirkt, aber riecht lecker. Die anderen will ich mal eher ausschließen. Der Glückstrank oder das. Schokoladending. Schwierige Entscheidung. Gordon liegt weit, wird Eis. Sunspot, nicht alle anderen, also der Sonnenstrahl tanzt durch den Raum. Das könnte auch eine Falle sein, aber das ist das Positivste. Also ich meine, das könnte auch vergiftet sein. Schokolade und ja. Ich traue am meisten den Goldglänzenden. Vielleicht naiv, aber ja. Kopf oder Schweif? Ich nehme Kopf. Sorting Head is ready to make the decision. Okay, der Sprecher hat seine Wahl getroffen und wird sie jetzt verkünden. Oh, beten wir. Hoffen wir. Na komm. Nicht Gryffindor. Hufflepuff. Yay. Ich bin Hufflepuff. Nice. So muss es sein. Das Patronus müssen wir uns noch wählen und einen Zauberstab. Am wichtigsten der Zauberstab und ein Porträt können wir uns noch machen. Oh, Charaktereditor. Später. Ein Patron ist auch noch toll, aber Zauberstab brauchen wir. Der Zauberstab sucht sich seinen Zauber aus, aber trotzdem. Wir gehen mal. 7 Fragen hier. First of all. Als erstes, wie beschreibst du dich selbst? Als normale Größe, als gewöhnliche Größe, als klein oder als groß? Ich bin der Zwerg. Ich bin zwergig, ich bin klein. Deine Augen. Dunkelbraun bis schwarz. Haselnuss. Haselnussbraun. Blau-grün. Blau, blau-grau. Grau, grün, braun und oder andere. Ich habe rote Augen, andere. Ich habe so, ja, ich glaube, grün, grau, ja, so grün. Blau, ja, blau, grün irgendwie nicht. So fast so ein bisschen, also. Grün-grau mit ein bisschen Bernstein drin, so ist das mal jetzt mal eine Augenärztin mir beschrieben. da muss was dran sein. So bist du so kleiner, so
Bisschen so ein Stich bräunlich ist auch dran. Ganz interessante Augenfarbe. Hauptsächlich so grün, stark grün mit ein bisschen grau. Was machen wir jetzt? Grün wahrscheinlich am ehesten. Blue Green. Grün. Was war der Tag, an dem du geboren wurdest? Einer Jugendgott, gerade oder ungerade? Was von welchem ist welches ist was? Du musst gerade mal Google Übersetzer anstrengen. Könnte gerade heißen und Ort ungerade. Ort ist eher so, ach, ist auch so ein Begriff für so und auch. Ungerade, der Ort ist ungerade. Lieben. Steht hier nicht, aber Ort ist. Gucken, was wir so. Jetzt muss ich ja verraten, was wir für ein Geburtsdatum haben. Das ist ja eigentlich. Team Ungerade, Team Gerade. Schwere Sache. Muss man wissen. Werden Sie nicht erfahren, rausgeschnitten. Du musst bei yourself on your. Worauf bist du am meisten stolz? Auf dich selbst, auf deine eigenen Sachen. Determination, Originality, Imagination, Optimism, Resilienz, Intelligence. Klugheit, kann ich übersetzen, Resilienz, Selbstbewusstsein, glaube ich, kann man Resilienz übersetzen, Optimismus, Fantasie, also Vorstellungskraft, Originalität, ich würde Vorstellungskraft nehmen. Du löst alleine durch runter eine verwüstete, eine wüstenhafte Straße. Und eine wüstenhaft leere Straße. Und erreichst eine Kreuzung, wenn ich das richtig verstehe. Wie geht's weiter für dich? Nach links zum See, rechts zum Schloss oder geradeaus zum Wald. Weit nach Wald, Schloss oder See. Ich mache einen Urlaub, ich mache einen Urlaubstag am See. Obwohl Kerze auch interessant wäre. Aber Wald auch noch, anders wird alles interessant. Ich gehe zum See. Wovor hast du am meisten Angst? Feuer, Dunkelheit, Einsamkeit, Höhen oder wenig Platz? Ja, keine Ahnung. Feuer ist schon beängstigend. Dunkelheit, Isolation. Also man hat ja, also eigentlich ist ja die Angst, die man
Also wenn man Angst im Dunkeln hat, das ist ja eigentlich nicht. Es ist nicht die Angst allein und es ist ja das ist eher ein Witz irgendwie. Aber es ist auch die Wahrheit. Man hat nicht Angst davor, allein im Dunkeln zu sein, sondern man hat Angst davor, nicht allein im Dunkeln zu sein. Das ist das Ding. Also man hat nicht. Das ist die. Allein im Dunkeln zu sein wäre gut. Man hat die Angst davor, nicht allein im Dunkeln zu sein. Dunkelheit, Isolation. Also ich habe die Corona-Krise habe ich gut überlebt. Die Lockdowns. War da was? Höhen, ja, Höhen, ja. Ja, geht so. Das ist irgendwie schon Dunkelheit. In eine Kiste mit magischen Artefakten. Welches Item daraus wählst du? Den silbernen Degen, den goldenen Schlüssel, die neblige Flasche, einen gut verzierten Spiegel, also einen hübschen, hübsch verzierten, ornate, also einen prunkvollen Spiegel, einen schwarzen Handschuh, ein glitzerndes Juwel oder eine gebundene Schriftrolle. Goldene Schlüssel, das ist aber nur Degen. Ein Degen, nicht Degen, sondern so ein. Ja, er ist das Messer, das Messer zum Werfen. Degger, Klinge, Dings, wie. Fällt der Name gerade nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Nicht Messer, sondern im Kampf. Fällt der Begriff dafür, der deutsche Begriff dafür nicht ein. Egal. Messerähnliches Instrument. Das ist die Botlonen Ornit Mirror. Juwel. Schwierig. Also Ausschlussverfahren, der schwarze Handschuh fällt raus. Da habe ich Angst vor. Ist drin. Dass die Bottle lasse ich auch drin. Ist mir. Den Degen lasse ich auch drin, wenn das ein magisches Artefakt ist, dann. Was damit als Böses passieren kann, welche Geschichten wird nicht anfassen. Das Scroll wäre interessant, da könnte ein Fluch draufstehen, wenn man irgendwie lernen kann. Irgendwie. Das Juwel ist auch wieder, ja, könnte auch verflucht sein. Könnte alles verflucht sein. Goldene Schlüssel. Also, ich schwanke zwischen goldener Schlüssel und dem Ornate Moor. Also, wenigstens risikoreich ist die goldene Schlüssel, aber am interessantesten wäre natürlich der Spiegel. Nicht, dass du an den Spiegel rein gesaugt wirst und wie immer du bleiben musst. Mit goldenen Schlüssel, weiß nicht, was man zu einem magischen Portal, zu einem magischen Schloss, wo man dann. Ist auch interessant. Ich nehme die Schlüssel, das ist interessant. Hornbeam, Rutschwiff, Phönixchor. Level. Surprisingness, Wishy, Flexibility. Boink, Flip. Elastischer. Was war Hornbeam, Wutz? Müsst ihr auch mal übersetzen. Phönixkern, also mit Phönixfederkern. Interessant. Finde ich cool. Einhornherr wäre natürlich nochmal genialer gewesen. Hätte ich nochmal viel mehr gefeiert. Sehr flexibel. Boing Flip.
Poison ist zwischen flexibel. Also überraschend flexibel. Also kannst du so wirklich boink. Also wirklich so Poison steht dort. Das ist wild. Heimbuche. Sag mir immer noch nichts. Heimbuche. Wird übersetzt. Heimbuche ist. Weißbuche, Hagebuche, Hohendorn, ganz gut zu tun. Heimbuche. Birken, Gewächse, Birke sagt mir was. Europa und Westasien. Sieht ja fluffig aus, der Baum. Kurzer Stamm und fluffige Baumkrone. Ja, interessant. 11 länger. Ich glaube, das ist doch. Ich glaube, 13 war eine. 13, 14 war die das längste. Das ist nicht gerade lang, aber nicht gerade kurz. Ah, die meisten Zauberstäbe werden zwischen 9 und 14 Inches, also zwischen 14 Inches lang sein. Da bin ich direkt im Durchschnitt. Also 14 ist sehr lang, 9 ist sehr kurz. Das ist da jetzt 11 genau. Flexibility, denotes the degree of adaptability and willingness to change. Was? Ja, wenn er nicht so aussieht. Dann fühle ich es und bin ich zufrieden. Jetzt brauchen wir noch ein. Patronus. Hier muss der Pink. Der Patronus ist scared of positive thoughts. Projection of hope of the very things that. Ja, bla bla. Weiter. Das ist Scario Patronus. Machen wir das auch noch. Mal schauen, wie viele Fragen es da gibt. Epische Animation. Sehr spannendste. Okay, Sonne, Wind, Regen. Wind. Regen, ja, mag ich nicht. Sonne zu viel ist halt auch mehr im Wind. Machen, improve, beweisen. Machen. Pro place pre. Keine Frage. Was, das war's schon? I saw something you nearly produced. A Patron of your clothes. Aha. Fast bei Magimus. Safe, free. Freiheit. Comfort Advice Impress. Was habe ich jetzt gemacht? Advice habe ich geklickt. Wollte ich nicht unbedingt. Wollte ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Listen, watch, touch, watch. Was, das Ding einfach erstmal rausgenommen. Keine Ahnung. Von Listen eigentlich eher das wäre.
So, schauen wir mal, was der Patronus wird, wie es dir da rauskommt. Ein Katze. Ein Calico Cat. Okay. Dann haben wir uns dann Patronus gewählt. Jetzt brauchen wir noch ein Charakterbild. Auf ein paar Fotos sortiert. Eine Katze. Dann bin ich zufrieden. Ich bin mit allem drei zufrieden. Der Zauberstab ist, ja, interessant. So sollte er bloß nicht aussehen. Hoffe ich, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Ja, kann man so machen. Glaube ich, nach oben sollte es gefallen haben. Schaut mein Hogwarts Legacy Let's Play. Wahrscheinlich hauptsächlich auf Twitch. Ich überlege gerade, ob ich das auf YouTube als 18 Uhr Projekt nach The Witcher. Es wird dann irgendwann im Herbst sein. Wahrscheinlich im Spätsommer veröffentlichen werde. Hätte ich auch Bock drauf, das auf YouTube hochzuladen. Mal schauen. Auf Twitch auf jeden Fall live. Wenn es geht und nichts dazwischen kommt, abonniert. Ich freue mich drauf, wenn ihr da, wenn ihr Bock drauf habt, könnt auch da mal auf Twitch vorbeischauen. Friedlich bleiben, wer beleidigt, und auch hier in den Kommentaren, wer hier beleidigt, der fliegt raus, der wird geblockt und gesperrt. Da ist kein Platz auf dem Kanal, auf meinem Kanal, und auch erst richtig in Hogwarts Legacy. In der Wizarding wird kein Platz für Beleidigung und Hate und so weiter. Das lassen wir mal sein. Ah, hier. Fellow Hufflepuffs, Newt Scamander, Cedric Diggory, Nymphedora Tonks. Sehr stark, Leute. Ja. Großartig. Na dann. Habt noch einen tollen Tag. Wir sehen uns bald auf Twitch wieder. Bis zum Release noch mit anderen Projekten. Ich habe Release dann mit viel Hogwarts Legacy und auch in einem anderen Projekt. Man sieht sich. Ciao.